Du wirst, was ich dir jetzt zu sagen habe, sollte unter uns bleiben. Versprichst du mir das? Ich muss dich bitten, Nane noch eine Weile in Ruhe zu lassen. Sie ist erst 17 und hat gerade ihren Vater verloren. Das ist nicht leicht für sie. Und natürlich sucht sie in dir etwas von der Liebe, die ihr genommen wurde. Verstehst du, was ich meine? Nein, ich... Hat Nani dir etwas erzählt? Um Himmels Willen, nein. Wenn sie wüsste, dass ich mit dir darüber rede, dann würde sie mich wahrscheinlich umbringen wollen. Nein, das ist eine Sache zwischen dir und mir. Du bist bald ein erwachsener Mann. In ein paar Wochen gehst du zum Militär. Oder du studierst. Auf alle Fälle seid ihr nicht mehr beieinander. Ihr seid zusammen aufgewachsen. Seid praktisch Geschwister. Das heißt aber noch lange nicht, dass ihr auch wirklich füreinander bestimmt seid. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja. Ja, ich habe verstanden. Ich soll also Nani nicht mehr belästigen. Wissen Sie, von jedem hätte ich das erwartet. Nur nicht von Ihnen. Von Ihnen nicht. So, da bin ich. Du wolltest mich sprechen? Guten Morgen. Guten Morgen? Guten Morgen. Setz dich. Setz dich doch. Ich hab's eilig. Entschuldige. Also kurz gesagt. Mir gefällt deine ganze selbstherrliche Art nicht, wie du schaltest und waltest. Aber ich kann nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich den Familienrat einberufen. Du erlaubst? Danke. Thomas, das geht alles viel zu schnell. Zu schnell? Es ist höchste Zeit, dass man unserer Familie endlich begreift, dass mein Vater, der große und erfolgreiche Herr von und zu Guldenburg, das Erbe seiner Familie fast an den Rand des Ruins manövriert hat. Komm. Es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und in den guten hat man immer für die schlechten zurückgelegt. So war das. Heute ist das anders. In den schlechten investiert man. In den guten zahlt man die Kredite zurück. So, jetzt muss ich nach Hamburg. Zum Mann meiner Schwester. Das ist auch so ein Beispiel. Man soll eben mit Verwandten keine Geschäfte machen. Was der und seine Werbeagentur in den letzten Jahren den Goldenburgs abgeliefert hat, ist einfach scheiße. Scheiße. Nur zum Frühstück. Graf Goldenburg! Moment! Stecken Sie es weg. Auch das. Oh. Entschuldigung. Bin es einfach nicht gewohnt zu warten. Tag, Thomas. Tag. Ja. Schön. Was haben wir denn da? Baalbek-Bier? Ich weiß, dass du deiner Frau untreu wirst. Aber unserem Bier?
Kaffee? Oder ein Aperitif? Wie wäre es mit dem Goldenburg? Oder trinkst du inzwischen auch das Bier der Konkurrenz? Frau Mattes, bringen Sie uns bitte zwei Bier. Goldenburg? Ja, natürlich. Was denn sonst? Willst du nicht zur Sache kommen? Ich bin ja schon mittendrin. Du kochst also auf zwei Flammen. Geht das schon lange so? Soll ich so einen Auftrag wegen der paar läppischen Anzeigen für euer Bier ablehnen? Läppisch? Ja, ist genau der richtige Ausdruck für das, was du uns seit Jahren ablieferst. Wie heißt dieser Spruch? Guldenburg für Land und Leute? Hui, 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 lache. Dein Vater wollte es nicht anders. Das ist mein Vater aus dem Spiel. Und was dein Vater wollte, das hat er bekommen. Jetzt bin ich dran. Ach ja. Ja, ja, stimmt, ja. Jetzt bist du da. Und du glaubst, alle tanzen nach deiner Pfeife. Kommen wir zur Sache, Adam. Erstens passt es mir nicht, wie du den Baalbek hinten reinkriegst. Zweitens passt es mir nicht, wie du mit Evelyn umspringst. Sie ist meine Schwester. Und ich werde nicht zulassen, dass du sie fertig machst. Und drittens. Wer ist das? Für sie ist gut. Jetzt will ich dir mal sagen, was mir nicht passt. Ich fädle diesen Kontakt mit Jan Baalbek ein. Und du weißt nichts Besseres zu tun, als ihm mit deiner arroganten Art vor den Kopf zu stoßen. Das ist eben das Problem mit euch Guldenburgs. Ihr seid mit hohen Nasen geboren. Aber eines Tages werdet ihr mit diesen schönen hohen Nasen im Dreck liegen. Wenn du was für Guldenburg tun willst, dann einige dich mit den Baalbeks. Unterstützt den Industriepark. Sonst bist du erledigt. Noch bevor du es dir im Schloss deiner Väter gemütlich gemacht hast. Danke, Aachen. Und wenn du was für die Guldenburgs tun willst, dann entscheide dich. Unser Bier oder ihr Bier. Ich brauch dich nicht, Aachen. Auch die Baalbeks nicht. Ich brauch niemanden. Aber ich muss Sie bitten, sich auf diesen Stuhl zu setzen. Das ist meiner, wenn ich hier bin. Bitte. Wenn ich den Herrschaften unsere Tagesspezialitäten empfehlen darf, wir haben fangfrischen schottischen Lachs, gegrillt oder in einer leichten Weißweinlegierung. Und natürlich auch geräuchert als Vorspeise. Und dann haben wir noch... Sparen Sie sich Ihre Reden, junger Mann. Wenn ich hier bin, esse ich immer dasselbe. Lübecker Meerlocken mit Wurzelgemüse. Und für mich ein Blanc de Blanc und... Ich nehme ein Bier. Hamburger, Lübecker, Baalbek. Ein Guldenburg, bitte. Sehr wohl. Und nicht zu kalt. Nun, Gräfin, welchem Umstand verdanke ich diese heimliche Verabredung? Mein Sohn hat ein unehrliches Kind hinterlassen.
Ja, er hatte hier eine Mätresse oder Geliebte, wie man sagt. Sie schreibt für Illustrierte. Hier, ich habe ihre Adresse. Ich möchte, dass Sie sich darum kümmern. Sofort. Verzeihung, ich muss mich erst mal an den Gedanken gewöhnen. Der Graf hatte ein Verhältnis. Irren Sie sich da auch nicht. Sehr bekannt, dass manche Damen irgendetwas behaupten. Es könnte doch eine ganz flüchtige Affäre gewesen sein. Nein, nein. Leider. Ich habe ihn gesehen. Es ist ein Guldenburg. Und was soll ich jetzt tun? Finden Sie sie ab. Geben Sie ihr so viel sie will, ich zahle. Unter einer Bedingung. Ich möchte, solange ich lebe, weder von ihr noch dem Jungen irgendetwas hören oder sehen. Er ist... Ein Guldenburg, bitte sehr, gnädige Frau. Entschuldigen Sie, wenn ich störe, Frau Barwick. Der Portier hat gerade angerufen. Herr Lauritzen wird gleich hier sein. Soll er einen Moment warten? Lauritzen? Ich habe keine Zeit. Mutter, gib ihm doch 5 Minuten. Und dann tu wenigstens so, als ob dir seine Ausführungen gefallen. Mit irgendwas muss ich ihn ja schließlich bei der Stange halten. Hier, das musst du unterschreiben. Also gut, 5 Minuten. Ich bin mit Deichmann verabredet. Was, schon wieder? Wieso schon wieder? Na, Sonntagabend, dann im Centre Pompidou vorgestern und heute. Das macht 3-mal, oder? Ich habe einen aktuellen Anlass. Wieso? Kümmer du dich um deine Rendezvous. Ich bin schon unterwegs. Viel Spaß. Recht herzlichen Dank, Herrschaft. Auf Wiedersehen. Sie sind ein außergewöhnlicher Mann, Deichmann. Sie sind auch keine alltägliche Frau. Hat alles geklappt? Für Sie doch immer, Herr Deichmann. Schönen Tag, meine Frau. Danke. So oft ich nur kann, leiste ich mir den Luxus, hier der einzige Gast zu sein. Ach. Bitte sehr. Danke. Sehr zum Wohl. Ich hatte eigentlich an ein Arbeitsessen gedacht. Was ich sehr bedauere. Aber Geschäft ist Geschäft. Schließlich sind Sie unser bester Anzeigenkunde. Darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Ich habe eine Bitte. Bitte, bitten Sie. Ich habe ein Problem. Sie kennen doch offenbar. Besser als mir lieb ist. Wieso? Er macht Schwierigkeiten. Was haben Politiker, die gerade wiedergewählt worden sind, so an sich? Aber im Falle Offenbach gibt es eine unfehlbare Methode. Und die wäre? Einmal dürfen Sie raten. Sind Sie sicher? Ja, ziemlich sicher. Allerdings, jeder hat seinen Preis. Und was ist Ihrer? Ich bin unbezahlbar. Sie erlauben mir die Frau? Ein Wetter wie im April. Hervorragend. Kompliment. Sie haben meine Mutter mit diesen Entwürfen ganz schön beeindruckt. Glauben Sie? Bestimmt. So, jetzt aber zum interessanteren Teil unserer Beziehung. Was haben Sie bei Guldenburg erreicht? Er war heute Morgen bei mir. Und? Irgendwas ist da draußen oberfaul. Wieso? Die müssen zu Geld gekommen sein. Oder Ihre Informationen über die Schuldebank stimmen nicht. Schuld ist in Schwierigkeiten. Das habe ich aus bester Quelle in Frankfurt. Können Sie mir dann erklären, warum sich Thomas eine neue Abfüllanlage leisten kann? Wieso fragen Sie das mich? Das sollen Sie für uns rausfinden. Kann
Sorge, das finde ich raus. Und ich weiß auch schon wie. Hoffentlich. Danke, dass Sie gekommen sind. Schön, ich bin gekommen. Aber was soll diese Heimlichtuerei? Ich wollte Sie nicht kompromittieren. Mich? Sicher. Man könnte auf die Idee kommen, dass Sie hinter dem Rücken von Thomas mit mir etwas aushecken. Die Idee war nicht von mir. Nein, aber Sie sind gekommen. Soll ich Ihnen noch sagen, warum? Weil Sie, genau wie ich, befürchten, dass hier alles den Bach runtergeht. Stimmt's? Und weil Sie wissen, genauso wie ich, dass der Bankrott ohne den Industriepark nicht mehr aufzuhalten ist. Es sei denn, Thomas hat eine neue Geldquelle aufgetan. Hat er das? Ich weiß nicht, was ich dagegen tun könnte. Gegen was? Das Geld kommt aus der Schweiz. Von wem? Das ist es ja gerade, ich weiß es nicht. Große Beträge? Weiß Schulte davon? Sicher, die Bank weiß Bescheid. Gesswein ruft ständig an. Gesswein? Ja, Gesswein führt unsere Depots auf der Bank. Ah. Hätte ich mir auch denken können. Was? Ich danke Ihnen. Was hätten Sie sich denken können? Dass Sie ohne Brille noch hübscher sind. Tobias kommt da hinten. Tobias! Ja? Hast du schon aus? Ja. Wie ging's denn? Gut. Und wartest du auf mich? Aber ich habe nur noch eine Stunde. Na, du musst arbeiten. Ist was? Nein, muss so sein. Da ist doch noch was, sag schon! Frag deine Mutter. Nane, komm! So etwas sieht ein Parcours in Trellbusch aus. Eigentlich keine große Sache. Aufpassen musst du nur bei den kurzen Abständen zwischen den Sprüngen. Das ist so ein bisschen gefährlich. Tja, aber sonst... Also wenn du dich auf Pferdezucht einlassen willst, dann kannst du dich auf einiges gefasst machen. Die Trakehner verstehen da keinen Spaß. Sag mal, von wem stammt der eigentlich ab? Tenor, Tümmler. Und die Mutter ist eine Matador. Also eine Donauwind-Enkelin. Oh, nicht übel. Also, zuerst mal immer auf die Mitte vom Hindernis zu, ja? Schön. Ja. Gleich nochmal. Ja.
So. Komm. Du hast dich genug getrieben. Mach das Ganze nochmal und diesmal mit mehr Schwung, ja? Schön. Das geht schon. Du musst dem Pferd mehr Zeit lassen, sich den Sprung anzuschauen. Aber nicht zu viel Zeit. Aber das macht nichts, das bringe ich dir schon noch bei. Frau Krüger, wo ist denn der Tobias? Der ist weggefahren. Und wohin? Nach Elmshorn. Zu seinem Onkel? Ja. Bleib hier liegen. Ich rufe gleich einen Doktor. Es tut mir nichts weh. Mir ist schon öfters was geworden. Ich finde es schön. Was sagst du? Das war nicht das erste Mal? Nein, es kommt vom Wachsen. Wer sagt das? Die des Mutter. Egal. Bleib liegen, bis der Doktor kommt. Hey, du hast ja alles nass gemacht. Macht nichts. Wenn ich das sage, kriege ich es geschimpft. Och, du bist wieder frech. Ein Zeichen, dass es dir besser geht. Hallo? Ja, hier ist Carina Di Angeli. Ich brauche den Doktor. Es ist ganz dringend.
Hallo? Ja. Hören Sie, mein Sohn war gerade bewusstlos. Ja, jetzt ist er wieder bei sich. Hören Sie, können Sie gleich herkommen? Aha. Es geht nicht. Ich kann nicht. Es ist dringend. Bitte kommen Sie. Ja, danke. Ich hab dich gesagt, es kommt viel wachsen. Ich bin auch gewachsen. Und mir wurde nie schwarz vor den Augen. Ja, du bist ja auch ein Mädchen. Ja, das wird es sein. Was macht ihr denn hier? Holzfällen, Frau Gräfin. Ja, das sehe ich, aber wer hat das angeordnet? Dr. Petzold, Frau Gräfin. 4000 Festmeter. Ja, Herr Dr. Petzold. Der ist im Augenblick nicht da. Ja, ich werde es ihm ausrichten. Ja, danke. Dann bist du ja. Ach, Hammer. Das sollst du doch nicht. Ich möchte es aber. Irgendwann wirst du doch mal begreifen müssen, dass der Graf nicht mehr lebt. Ach, Hermann. Und jetzt, wo Thomas der neue Chef ist, hoffe ich, dass du auch ein bisschen mehr Zeit für mich haben wirst. Ich habe 14 Jahre lang für ihn gearbeitet. Das war mein Leben, die Arbeit für Graf Goldenburg. Und jetzt? Jetzt passiert genau das, was er nie wollte. Scheibchenweise Ausverkauf. Ich könnte heulen. Die Gräfin. Sagen Sie, was geht hier eigentlich vor? Ich meine den Wald. Warum wird hier gefällt? Warum? Weil wir uns keine Sentimentalitäten mehr leisten können. Seit Jahren haben wir doch die Verluste aus dem Gut nur mit den Einnahmen aus der Brauerei und der Bank auffangen können. Aber jetzt? Wollen Sie die Bilanzen sehen? Nein, davon verstehe ich nichts. Aber ich möchte ab sofort über alle Entscheidungen informiert werden. Das müssen Sie mir nicht sagen, sondern Graf Thomas. Ich tue nur, was man mir sagt. Komm. Ja, wer ist dran? Lauritzen. Ja, stellen Sie durch. Hallo Lauritzen, was gibt's Neues? Hallo Baalbek, vieles. Sie sollten sich mal erkundigen, ob die Schulte Bank in letzter Zeit an der Börse große Umsätze getätigt hat. Ja, aber das ist doch sonst nicht Schultes Art. Wenn Schulte gar nichts davon weiß? Sowas soll es doch schon mal gegeben haben, oder? Ich verstehe. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Wie heißt der Herr? Gesswein. Aha. Und das war der Kontaktmann zu Thomas Goldenburg. Sehr schön. Nein, vielen Dank fürs Erste. Nein, doch, doch, das hat mir sehr geholfen. Vielen Dank. Ich würde mir diesen Refrain aus einem drittklassigen Schlager nicht als Lebensphilosophie übers Bett hängen. Ein Spiel hat Spielregeln. Das Leben, unser Leben hat keine. Keine allgemein verbindlichen. Wir erfinden sie. Du hast deine, ich habe meine, jeder hat seine. Und wenn das Spiel dann stattfindet, dann heißt das meistens Chaos.
Ich hätte Lust, deine Theorie in der Spielbank auf ihre Praxisnähe zu überprüfen. Kommst du mit? Spielbank? Du meinst beim Roulette? Ja, warum nicht? Zufall ist doch auch eine Form von Chaos. Das müsste dir auch liegen. Also was ist? Ich lade dich ein. Du lädst mich ein? Ja. Bis zu welcher Höhe lädst du mich ein? Weißt du, wie viel ich in der letzten Woche verdient habe? Mehr als mein Vater in einem ganzen Jahr. Also, was ist? Sei mir nicht böse, mein Junge. Ich glaube, ich sitze lieber hier und schaue in den Kamin. Das kostet nichts. Schade. Herr Walbeck? Ja? Mein Name ist Gessler. Bitte, kommen Sie herein. Nehmen Sie Platz. Es tut mir leid, Herr Gesswein, dass ich Sie so spät noch zu mir bitten musste, aber es ist dringend. Ich brauche Sie. Sie mich? Ja. Sie. Warum gehen Sie nicht zu meinem Chef? Aus dem gleichen Grund wie Sie. Oder weiß Herr Direktor Schulte von Ihren Aktivitäten an der Börse? Meine Aktivitäten? In den letzten 2 Wochen hat die Schulte Bank für insgesamt über 54 Millionen Mark Aktien gekauft und verkauft. Wollen Sie die Details wissen? Nein? Aber Ihr Profit wird Sie doch interessieren, oder? 527.400 Mark und 17 Pfennige. Und? Einmal abgesehen davon, dass diese Information nicht in Ihrem Besitz sein dürfte. Was geht Sie das an? Bitte. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe absolut nichts dagegen, wenn Sie Geschäfte auf eigene Rechnung machen. Ganz im Gegenteil. Aber warum nicht mit mir? Ich suche schon lange einen gewieften Partner für meine Ambitionen im Aktiengeschäft. Ich? Ihr Partner? Ja. Wissen Sie, durch meine Beziehungen, Kontakte zu Industrie und Politik, kriege ich ständig Informationen aus erster Hand. Und mir sind die Hände gebunden. Ich brauche daher einen Mann, der für mich meine Orders platziert. Ich verstehe. Ja, so ist es. Und damit Sie sehen, wie ernst es mir mit dieser Sache ist, hier. Stecken Sie es weg. Sie rufen mich jeden Morgen um 9 Uhr an. Ich sage Ihnen, wo Sie platzieren sollen und wie viel. 10% vom Gewinn sind für Sie. Sie gehen ganz schön ran. Nur wer wagt, gewinnt. 15 Schwarz Ampere Mont. Ampere Cheval. Bitte das Spiel zu machen. 28, 34. Und dann geht es nicht. 29 Uhr. Wie jene Wappel. Wo schafft der Mann? Soll ich ihn mitbringen? Hallo. Gebrauchen könnte ich es, ja. 24 Schwarz per Pass. Ampler Cheval Carré. Ja, so das wär's. Rot bringt halt nichts. Das war, bevor ich da war. Bitte das Spiel zu machen. Da? Versuchen Sie es jetzt noch einmal. Hm. Kriegen Sie Sorgen. Schon gut. Warum so schüchtern? Setzen Sie doch alles. Scheine spielen rot. Rien ne va plus. Sechsunddreißig rot verpasst.
5000 Mark Gewinn auf Rot. Bezahlung Rot, bitte sehr. Nicht wegnehmen. Lass es stehen. Ja, auf Rot? Auf Rot. Bitte das Spiel zu machen. Rot. 36 Rot per Pass. Rot. Zusammen wären wir ein unschlagbares Paar. 10.000 Mal auf Rot. Ja, das kann man sagen. Hier ein Satz. Danke. Ja, und jetzt? Jetzt gehen wir zu mir. Ja, das ist für die Angestellten und den Rest bitte auf Schwarz. So, das ist jetzt ihr Spiel. Wenn Schwarz kommt, sind sie gewonnen. Und was? Gib ihn. Sechs Schwarz per Mauer. So Schwarz per Mauer. Schwarz und Schwarz per Mauer. Ich bin wieder da. Was fällt dir überhaupt ein, dich nicht zu melden? Von mir aus kannst du euren Namen durch den Dreck ziehen, aber solange du meinen trägst, benimmst du dich gefälligst so, wie ich es sage. Und ich will nicht, dass du mich im Büro anrufst. Und ich will nicht, dass du in Zukunft diese Wohnung ohne meine Erlaubnis verlässt. Ist das klar? Ob das klar ist? Wenn du dich wie ein Kind benimmst, dann wundere dich nicht, wenn man dich wie ein Kind behandelt. Also, hast du verstanden? Ja. Nun erzähl mal schön. Wie war es in Amsterdam? Hat Klein Evelyn schön eingekauft? Du wirst da irgendwas eingekauft haben. Einkaufen ist doch das Einzige, was du kannst. Zu was anderem taugst du doch nicht. Du kannst nicht kochen. Staubwischen kommt sowieso nicht in Frage. Bitte zwei oder drei. Und Kinder kriegen kannst du auch keine. Du wolltest immer einen Sohn, nicht wahr? Was? Hast du nicht gesagt, ich sei keine richtige Frau? Du warst kein richtiger Mann. Kein Mann, von dem ich ein Kind haben wollte. Darum bin ich nach Amsterdam gefahren. Und jetzt? Erst jetzt bin ich keine richtige Frau mehr. Aber wenn du willst, dann kann ich ja einen Kochkursus machen. Und manchmal Staub putzen. Thank you.
Annele, schläfst du immer noch nicht? Ich kann nicht schlafen. Und was machst du noch? Ach, nichts Besonderes. Vaters alte Geschäftsbücher. Ich versuche herauszufinden, um was es eigentlich geht. Mama? Mhm? Was hast du zu Tobias gesagt? Nichts, was ich nicht auch dir sagen könnte. Was? Dass er dir noch Zeit lassen soll, wenn er dich wirklich gern hat. Dann ist ja alles klar. Warum? Er lässt mir Zeit. Mama, warum kannst du uns nicht in Ruhe lassen? Tut mir leid, als Mutter macht man sich einfach Sorgen. Vielleicht war es falsch, etwas zu sagen. Bestimmt. Vielleicht aber auch nicht. Du bist meine erste 17-jährige Tochter. Auch ich muss erst üben. Ich hatte doch vorher keine Gelegenheit, die richtigen Sätze auszuprobieren. Trotzdem muss ich doch versuchen zu sagen, was ich für richtig finde, oder? Wenn ich mal eine Tochter habe, mache ich es bestimmt anders. So, und wie? Ich warte, bis sie mich fragt, wenn sie nicht mehr weiter weiß.